So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo 4, zur letzten Ausgabe Halo 4. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar noch länger als eine Stunde brauchen werden. Jedenfalls waren wir hier bei dieser Star Wars-artigen Flugmission. Und ich versuche es jetzt mit dem ersten Versuch auch hinzubekommen. Wir werden sehen, ob es klappt. Vielleicht sollte ich diesmal nicht so viel den Boost benutzen. Ich glaube, ich bin einfach zu viel geboostet letztes Mal. Ich habe vergessen, dass man den auch loslassen kann, den Knopf. Ja, diese Sätze haben wir schon x-mal gehört, weil ich so viel gefailt habe. Ja, machen wir so das Geschütz noch weg. Egal, wir fliegen. Oh doch, ich habe sogar noch erwischt. Okay, links, rechts meine ich. Oh, okay, da fliegen wir auch noch sauber dran vorbei. Wir müssen das in der Mitte kaputt schießen. Super gut. Jetzt fliegen wir da lang und jetzt so links daran vorbei, rechts daran vorbei, links daran vorbei. Wieder ein bisschen boosten. Das Geschütz mal wegmachen und dann durch die Mitte durch. Fantastisch. Läuft doch schon viel besser als letztes Mal. Mit ein bisschen mehr Ruhe klappt es auch viel besser. Oh, ein bisschen verlenkt gerade. Ist übrigens, es fühlt sich übrigens sehr direkt an, also nicht so, wie man das bei einem Flugzeug und wahrscheinlich auch nicht bei einem, Kampfjet im Weltall. Was hat mich denn, was? Wieso? Ich habe das Ding doch gar nicht berührt. Oh, komm schon, bitte nicht ganz von Anfang, Dankeschön. Ich habe das doch gar nicht berührt, ihr habt es gesehen, ich bin dran vorbeigeflogen. Bin definitiv dran vorbeigeflogen. Tut mir leid, aber ich bin definitiv nicht reingeflogen in das Ding. Aber gut, wir können auch hier lang fliegen. Machen wir das einfach. So kann ich es ja gar nicht treffen. So kann es ja nur besser werden. Fliegen wir da einmal drunter durch. Bleiben tief, bleiben tief, bleiben tief. Sollen wir da durch die Mitte nehmen, ne? Wir können auch dran vorbei. Das war richtig. Ich habe mich gerade mit dem Kopf weggeneigt. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Wahrscheinlich schon. Okay, passt, 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 passt. Einfach durch die Mitte. Ganz ruhig. An diesen Stelzen vorbei. Links, links, rechts. Oh Gott, war das knapp. Okay. Was zum... Oh Gott. Ich hätte einfach durch die Mitte fliegen sollen, wie ich es erst vorhatte. Ich habe es beim ersten Mal echt besser hingekriegt. Ich verstehe nicht, warum... obwohl ich jetzt diese Strecke theoretisch kennen müsste, ich es nicht so gut hinbekomme. Ich verstehe es nicht. Oh, ja, natürlich. So, und jetzt die einmal wieder wegmachen, durchfliegen. Zack, zack, Beeilung. Wir wollen ja noch heute zum Ziel kommen. Ah, wir können hier nochmal an der Seite entlang fliegen. Machen wir das auch. Wow. Oh Gott, das hat mich getroffen. Ich höre gerade übrigens zu, deswegen bin ich so still. Ich weiß gar nicht, was die da sagen, ehrlich gesagt. Hui, das war knapp. Ja. Wir haben damit so einiges vor. Was? Wieso? Ich muss unten durch. Konnte ich noch... Oh, ich konnte noch gerade so hochziehen. Glück gehabt. Oh, komm schon. Links. Dann vorbei. Ja, passt, passt. Okay, ich habe ein gutes Gefühl. Wir schaffen das, glaube ich, jetzt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Oh. Yes. Weiter. Ich habe das doch gar nicht so richtig berührt. Och, komm, ey. Also vom Gefühl her bin ich auch daran gerade vorbeigeflogen eigentlich. Aber ich dachte gerade, ich muss nochmal ganz zurückgesetzt worden. Bin ich aber nicht. Muss von hier nochmal fliegen. Wir schaffen das jetzt aber, ich bin mir sicher. So schlecht bin ich doch eigentlich nicht in solchen Dingen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, da fliegen wir direkt runter. Passt. Wunderbar. Okay. Ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich es nicht getroffen habe wegen der Kamera. Irgendwie kann man manchmal so die Distanzen, finde ich, nicht ganz genau abschätzen. Wow. Okay, da wurde ich getroffen. Hier können wir einfach so durchfliegen. Passt. Ausweichen den Kugeln. Den anderen auch. Können wir da durch die Mitte einfach so? Ja, können wir. Echt? Hier baut sich... Oh, was ist das denn? Oh ja, die Dinger. Ich hoffe, ich kriege das direkt hin. Ja, sieht gut aus. Oh, perfekt. Oh, schön, wie sich das alles auseinanderbaut, oder? Hui. Oh. Wo muss ich lang? Ich sehe es nicht. Ich sehe den Weg nicht. Muss ich da rechts vorbei? Scheint richtig zu sein. Okay, fliegen wir einfach weiter. Nochmal ein bisschen nach links. Okay, passt. Und auch da geht's durch. Und auch hier geht's durch. Und auch da geht's durch. Ich glaube, wir sind gleich da. Unten durch. Okay. Und links vorbei, nehme ich mal an. Und drüber. Oh. Ich bin übrigens höchst konzentriert gerade. Deswegen sage ich auch so wenig. Ich bin einfach fokussiert, jetzt genau darauf zuzufliegen. Komm schon.
Hier verändert sich nichts mehr. Sehr gut. Da sind wir, glaube ich. Genau, hier müssen wir auch noch ein paar Sachen kaputt machen. Ich weiß zum Glück, wo die sind und kann die direkt anfliegen. Oh, wobei die noch geschlossen sind, okay. Aber wir kriegen das gleich hin. Ja, mach doch mal hier die Dinger auf, damit ich das jetzt machen kann. Leute! Ich würde mich gerne um die Geschütze kümmern, nur ich kann es noch nicht. Ich muss da reingucken können. Geil, dann fliege ich noch eine Runde, bis die Dinger aufgehen. Achso, mir wurde schon was markiert. Muss ich die in der Reihenfolge machen? Ich muss dann Mitte was neutralisieren, achso. Wow, da wurde ich gut getroffen gerade. Oh, verdammt. Jetzt sind, glaube ich, hier die Seiten offen. Da kann man einmal so durchfliegen. Auch nicht in das Geschütz rein. Ja, passt. Sehr gut. Nummer 1. Wow. Ja, mach das mal. Ich bin dabei, den Weg weg frei zu räumen. Oh, komm schon. Ich finde es aber ganz schön, dass so eine schöne, gab es auch schon in Reach, die war nur nicht so toll wie diese, muss ich sagen. So eine Flugmission gibt. Ich finde das klasse. Macht richtig Spaß und bringt ein bisschen Abwechslung in das Spiel rein, das ja doch gegen Ende recht monoton wird eigentlich. Und das wird es auch nochmal werden, um nicht, ich will jetzt nicht, also, um nicht so viel vorwegzunehmen, aber es ist leider so. So, ich glaube, wir haben alle, oder? Genau, wir haben alle. Damit dürfte der Weg zum Didaktika jetzt nahezu frei sein. Alles klar, Infinity. Verstanden, Chief. Sie halten besser Abstand. Okay, wie soll ich Abstand halten, wenn ich auf dem Schiff bin? Leute, habt ihr euch das wirklich überdacht? Ach so, sie schießen nur da ein Loch rein. Glücklicherweise. Treffer. Wir begeben uns hinein. Okay. Wir sind in Bereitschaft, falls Sie uns brauchen. Und grüßen Sie den Didaktiker von uns. Infinity Ende. Werden wir machen. Okay, damit haben wir es auch reingeschafft. Hoffentlich. Er kann das ein bisschen besser als ich, wie man sieht, anscheinend. Kaum habe ich nicht mehr die Kontrolle, schafft er das perfekt. Okay, das war vielleicht doch ein bisschen sehr eng, da gegen Ende. Irgendwie so ein bisschen, wie das Spiel auch angefangen hat, oder? Und was machen wir jetzt? Weitermachen. Oh, genau. Wir nehmen einfach den Sprengkopf aus dem Raketenlauf und werden ihn persönlich abliefern. Plan B. Was das bedeutet, ist vielleicht schon klar. Gut. Da sind wir dann im Schiff des Didaktikas. Sieht ein bisschen rot aus. Ich weiß nicht, was er hier so für Spielchen treibt. Warum er es in ein rotes Licht drin taucht. Auf jeden Fall sind hier wie diese nervigen Kackfliegeteile. Wir werden den Sprengkopf behandeln. Nein, du belebst da nichts wieder. Hat er da was wiederbelebt? Nee, ne? Cortana. Du musst dich zusammenreißen. Wir scannen weiter nach dem Erzeuger. Wir lassen uns unterwegs was einfallen. Warum sind hier Ziele? Das ist Blödsinn. Cortana. Oh Gott, das ist ja ein Sniper-Dings. Kauf. Geh kaputt, bitte. Komm schon. Sonst muss ich es gleich boxen. Okay. Hatte ich nicht noch eine zweite Waffe? Ah ja, die. Die wollte ich noch nicht verschwenden. Okay. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin soll. Ich probiere einfach mal die Tür da aus. Cortana zeigt uns ja gerade nicht den Weg, weil sie es nicht kann. Okay, diese Tür geht tatsächlich auf. Sehr gut. Hier sind auch schon die ersten Springer. Da hat er nicht ganz unrecht. Und er wird uns, glaube ich, auch ziemlich viele Gegner in den Weg schmeißen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wenn ich so weitermache, schaffen wir das recht schnell dadurch. Ich hoffe es zumindest. Und diese Waffe möchte ich gern haben. Nein, das Streugewehr möchte ich. Ich möchte nicht nachladen. Es lag hier doch irgendwo rum. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch gesehen. Ah, hier lag's. Okay. Sehr gut. Mit dem können wir besser die Springer aufräumen, finde ich. Das werden wir jetzt auch ordentlich tun. Die können wir auch mit dem einmal ganz schnell... Nichts da wiederbeleben. Hör auf damit. Hat er es geschafft? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Okay, sehr gut, er hat es nicht geschafft. Weiter, weiter, weiter. Kommen jetzt ein paar neue Springer wahrscheinlich. Oder sind schon Springer. Zwei Stück sogar. Nicht wegbeamen. Okay, gut, den hätten wir schon mal. Wo ist der andere? Ich bin zu nah ran. Ich bin zu nah ran. Ich überleb's aber. Nachladen. Shit. Das war so dumm, was ich gemacht habe. Oh Gott. Okay. Ich muss mit... Oh, da war ja noch einer. Noch einer mehr. Okay, ich muss definitiv mit mehr Ruhe spielen, auf jeden Fall. Oh, nicht wiederbeleben. Hör auf damit. Er hat es geschafft, oder? Ja, hat er was wiederbelebt. Mist. Eben habe ich das so gut hinbekommen. Jetzt sind hier so viele Gegner. Ich sterbe nochmal, glaube ich. Okay, die hätten wir. Aber jetzt kommen die Springer auch schon. Obwohl ich erstmal bitte
Spielt mal damit. Ich habe nämlich ein neues Dings bekommen, sehe ich gerade. Ein Hologramm. Aber die fallen nicht darauf rein, denn ich bin direkt hinterher gegangen. Habe ich den? Ja, den habe ich schon mal. Ich glaube, ich benutze lieber mal meine andere Waffe für den nächsten. Come on! Oh, jetzt hat er ein Geschütz aufgestellt. Egal, nehme ich erstmal den da. Yep, den hätten wir. Komm schon. So, damit hätten wir alle. Da links, okay. So niedrig ist der Zielpunkt. Oh, oh, okay. Das ist ein Traktorstrahl. Ich hoffe doch, wir hängen noch von dir ab. Ich habe eine Energiesignatur direkt vorausentdeckt. Es ist ein Transitsystem, so wie das auf Requiem. Versuchen Sie, okay. In diesem Schiff sogar. Ich werde uns eine Route zum Erzeuger suchen. Setzen Sie mich ins System ein. Okay, mache ich gerne. Aber reiß dich zusammen, wir müssen das nur schaffen. Ist das das Geheimnis, welches du so gut vor mir verborgen hast? Diese hochentwickelte Ich glaube, er spricht von der Bibliothekarin. Oh, ich wollte dich wieder mitnehmen. Ich kann dich nicht wieder mitnehmen. Oh Gott. Ich mag sie gar nicht da drin lassen. Oh, nein. Oh, fuck. Wieso habe ich so schlecht geschossen? Komm schon. Die Hunde sind doch eigentlich überhaupt kein Problem. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich den gekillt oder nicht? Den habe ich gekillt. Was hat mir denn so viel Schaden gemacht? Ist der ein Sniper oder so? Wahrscheinlich, oder? Okay, diese Kleinhündchen sind natürlich eigentlich kein Problem. Ja, schnell! Ich will zum Didakt. Oh. Sie schafft es dir zu entwischen, zum Glück. Weil sie einfach gut ist. Obwohl sie geschwächt ist, ist sie immer noch besser als du. Okay, den Kleinen erstmal wegmachen. Kann ich gleichzeitig gegen den Didakt und mich... Ja. Ich stelle es mir auch schwer vor. Da! Oh Gott! Das war knapp. Okay. Ich weiß gar nicht, wie der Daktiker das... Die, ach, egal. Muss man auch nicht wissen. Er ist ein Blutsväter. Blutsvater. Blutsväter. Er ist doch nur einer. Ich bin total konzentriert, weil hier einfach so viele Gegner sind. Es fällt mir gerade total schwer, noch parallel dazu zu reden. Jedenfalls, was ich sagen wollte... Oh Gott, nein, nein! Na, das gibt's doch gar nicht mit diesem scheiß Raketenwerfer. Komm schon, wir müssen das doch jetzt hinkriegen. Ich hoffe, ich werde nicht zu weit zurückgesetzt. Nee, ich wurde nicht weit zurückgesetzt. Ich hoffe, ich treffe das Ding wieder direkt. So, dann muss hier irgendwo der Typ mit dem Raketenwerfer sein. Da ist er. Nicht, nicht! Geh tot bitte einfach. Fuck. Wenn er damit schießt, bin ich tot. Nicht? Geh tot einfach. Yes. Und wir nehmen die Waffe auch mit. Meine ist sowieso fast leer. Dann nehmen wir seinen Raketenwerfer mit. So. Immer noch nicht beim Didaktiker. Oh, hier gibt's aber Waffen. Okay. Hier ist übrigens die einzige Stelle, glaube ich, wo man diesen Hammer findet im Singleplayer. Ich versuche, sie noch einmal zum Erzeuger zu bringen. Ja, versuch es bitte. Und nicht nur noch einmal. Ich hoffe, du... Ja gut, hoffentlich nur einmal. Ich hoffe, du schaffst es jetzt auch direkt, Cortana. Oh, da beamt er sich weg. Ich drehe durch. Wo ist er hin? Eigentlich könnte ich auch dieses Ding benutzen, weil das pustet die auf jeden Fall sofort weg, wie wir ja wissen. Nur ich sehe gerade keinen Springer, leider. Zack, viel Spaß damit. Wo? Ich könnte auch direkt reinlaufen, glaube ich, ohne die zu besiegen, theoretisch. Den kriegen wir auch. Und seinen kleinen Freund haben wir damit auch mitgetroffen. Den kriegen wir auch noch. Ne, da habe ich daneben geschossen. Das war schwach. Okay, wir laufen einfach. Wir schaffen das. Wir laufen einfach und rein ins Portal. Yes. Müssen wir nicht alle bekämpfen. Wo sind wir jetzt? Okay, da krabbeln welche an der Wand rum. Ja, den haben wir direkt erwischt. Sehr gut. War hier nur der eine? Wirklich? Können wir schon direkt weiter? Cortana? Cortana! Wir brauchen Infos. Ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Oh ne, hier geht's lang. Ich sehe es gerade. Ein weiter Weg. Ich schicke schon mal mein Hologramm rüber, in der Hoffnung, dass es irgendwen ablenkt. Okay, so langsam, das werde ich nicht abwarten. Ja, ich möchte, ja. Ist hier gar nicht so ein Sniper-Ding? Wundert mich gerade. Oh! Wie viel Munition habe ich noch? Nicht mehr viel. Oh, hier kommen echt viele runter. Ich habe nicht die richtigen Waffen gegen diese Hunde, leider. Oh, Mist, das sind ja auch nur Explosionen. Ich wollte mich gerade hinter den Explosions... Mist! Ich sterbe, glaube ich. Mist. Hört auf. Schieß darauf. Nee, oh, der geht von der Klippe runter. Mist. Komm schon. Okay. Gott, sind das viele. Wow. Okay, komm schon. Mist, da ist immer noch einer am Leben.
Der könnte mich theoretisch... Okay, der tötet mich, glaube ich, nicht. Da sind ja doch noch mehr. Ich habe mich selbst getötet. Oh, komm schon. Ich soll das verteidigen. Ach, verdammt. Ich dachte, ich soll darüber. Okay, dann bleibe ich direkt hier. Ach, hier ist auch Cortana in diesem kleinen Ding. Auch wenn sie nicht mehr so aussieht. Sie kann sich nicht mehr richtig darstellen. Wir müssen uns wirklich ranhalten. Sonst ist es vorbei. Ohne sie schaffen wir das nämlich ganz bestimmt nicht. Oh, sehr gut. Ich nehme mal das Automatikgeschütz auf. Ich habe hier irgendwo das gesehen. Wo war es? Es lag hier doch irgendwo rum. Ich habe es doch genau gesehen. Ach, verdammt. Nee, mit dir will ich nicht spielen. Dir auch nicht. Oh, Mist. Oh, wieso überleben die das? Komm her. Dankeschön. Oh Gott, kommen da schon wieder viele. Aber die könnte ich jetzt schön im Rudel erwischen ein bisschen. Zack. Zwei Schuss habe ich noch in dieser Waffe. Jetzt brauche ich dringend eine neue oder so. Gib mir diese Waffe. Komm schon. Ich muss jetzt treffen. Was willst du da oben? Okay. Also hilfst du mir jetzt mit? Sehr gut. Aber sie hat einmal ins Nichts geschossen. Ich weiß nicht, was das soll. Hey, lass den Turm bitte heile. Du auch. Du auch. Können wir jetzt weiter? Cortana, ich weiß gar nicht... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, worauf wir hier eigentlich warten. Ich würde eigentlich... Lieber dem Didaktiker... Ich glaube, sie sucht eigentlich noch genau nach der Position oder so. Ich glaube, mehr macht sie eigentlich gar nicht. Komm. Waren das langsam alle? Das waren alle, oder? Ah, hier kommen noch welche. Komm schon. Bitte. Dankeschön. So, können wir jetzt weiter? Nein. Immer mehr Hunde, immer mehr Hunde. Ich habe schon ein paar Mal jetzt während dieses Let's Plays gesagt, aber das sind wirklich Spielstellen, die ich überhaupt nicht abkann. Dieses Wellenverteidigen, das nervt mich so sehr. Ich würde lieber gern weiterlaufen und Fortschritt machen, aber ich stehe jetzt hier rum und töte Hunde, Hunde, Hunde. Die noch nicht mal irgendwie schwierige Gegner sind, sondern denen man einfach immer nur in den Kopf schießen muss. Das finde ich schade. Ich finde das verschenkt irgendwie. Dann lieber 20 Minuten weniger Spielzeit, aber dafür weniger solche Momente. Finde ich sehr ärgerlich. Ist mir im Koop auch nicht so negativ aufgefallen wie hier jetzt. Ja, Cortana, ich weiß. Ich will weiter. Bitte. Oh, ich kann aktivieren. Oh. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Ich kann nur nicht X drücken irgendwie. Jetzt. Zieh sie schon raus. Wo ist das Portal? Ist es jetzt da drüben? Ah, natürlich. Okay. Laufen wir einfach schnell rüber. Versuchen es zumindest. Räumen die Hunde mal mit einem gezielten Schuss alle ab. Okay, nicht alle leider. Ja, ich will ja. Irgendwas trifft mich aber ganz blöd. Oh, lauf doch. Spielt damit. Und tschüss. So, wo sind wir jetzt? Sind wir ihm jetzt ein bisschen näher gekommen wenigstens? Wir sind wieder in so einem Traktorstrahl, der uns nach oben führt. Okay. Wie kommen wir dahin? Oh, da ist der Didaktiker in der Mitte. Wir kommen näher. Alte Freunde. Auf geht's. Chief, wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Es ist ein Nuklearsprengkopf. Im Prinzip haben wir gar keine Zeit zum Verschwinden. Ja. Was sagt uns das? Ihr dürft gerne selber darüber nachdenken, was vielleicht gleich passieren wird. Ja. Da geschieht etwas. Das sehe ich. Und da ist die Erde. Er wird doch nicht auf die Erde jetzt schießen, oder? Was hat er vor? Okay. Gut, wir sind ihm auf jeden Fall ein ganzes Stück hier näher gekommen. Wir sind fast bei ihm. Ich hoffe, hier liegt ein bisschen gute Munition. Ich brauche dringend irgendwas. Hartlichtschild hätte ich ungern. Ich hätte gerne eine Schrotflinte. Ja, nee, das ist auch keine, oder? Hier ist eine, sehr gut. Was gibt's hier? Automatikgeschütz, Hartlicht. Ich nehme mal das Geschütz mit. Und da sehen wir auch schon die Didaktiker. Wir sind fast da. Hier ist ein Terminal. Ich hab's gefunden. Nett, dass die auch immer so rausfahren, damit wir sie einsetzen können. Oh ja. Sie erklärt, glaube ich, jetzt nicht, was sie macht. Oh doch, tut sie, glaube ich. Genau.
machen. Natürlich kann sie jetzt vielleicht wieder klarer denken. Sie verliert natürlich aber auch viel von ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten dadurch. Oh Gott, komm schon! Sie opfert sich auf ein bisschen. Genauso wie wir es vielleicht tun werden. Denn wir stecken... Wir haben verdammt nochmal eine Atombombe an unserem Hintern kleben. Die wird hier gleich ganz schön aufräumen, hoffentlich. Zack. Da ist noch ein Hund. Den kriegen wir auch noch. Komm schon. Dankeschön. So, dann beeilen wir uns mal weiter zum Didaktiker. Ich weiß, dass hier einige... Oh, verdammt. Ich bin mitten reingesprungen. Das war natürlich blöd. Ich laufe nochmal weg. Ich stehe hier ein Geschütz auf. Ich hoffe, das tötet ein bisschen was. Hatte ich nicht das Geschütz mit? Ist das Geschütz schon kaputt? Habe ich zweimal gedrückt? Ach, verdammt. Ich glaube, ich habe zweimal gedrückt. Ärgerlich. Ich dachte, das Geschütz hilft mir vielleicht ein bisschen, aber nein. Natürlich nicht. Ist das ein Sniperhund? Das war ein Sniperhund. Der hat ein Binärgewehr. Das schnappen wir uns gleich. Wenn die Hunde weg sind. Oh Mann, ich riskiere hier eigentlich auch viel zu viel gerade. Spielt damit und lasst mich in Ruhe. Komm schon, Geschütz. Räum mal ein bisschen was ab. Das Geschütz macht gar nichts. Top. Und nicht wegfliegen. Blöden kleinen Dinger. Ah, sind die nervig. Okay, so. Dir noch in den Kopf. Hier ist das kleine Ding, verdammt nochmal. Dankeschön. So, ich möchte das Binärgewehr jetzt. Obwohl, nee. Ich glaube, ich behalte lieber diese Waffe. Was schießt da auf mich noch? Noch ein Hund? Ist der jetzt runtergesprungen? Wo ist der hin? Okay, sehr gut. Ich glaube, hier war noch ein Fliegeteil, aber... Ah, ist hinter mir jetzt direkt. Komm schon, drück den Knopf, verdammt. Ich will nur den Kleinen wegmachen. Okay, passt. Zack. Ich stelle mein Geschütz auf und lade kurz mein Schild wieder auf. Ich werde jetzt auch nicht mehr hier so durchsprinten, wie ich das sonst immer mache. Weil ich doch ein bisschen zu oft draufgehe dabei, habe ich das Gefühl. Oh, ich muss nachladen. Ich würde ja gerne erstmal die Fliegenden wegmachen, damit die nicht mehr wiederbeleben können. Aber ich habe wegen diesen ganzen scheiß Hunden hier keine Chance, da wirklich ranzukommen. Komm schon, wo ist das fliegende Ding? Zack. So. Das wäre erledigt. Stellen wir mal das Geschütz hier in die Mitte auf und verstecken uns kurz hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik auch gerade hören könnt, aber die tönt auch schon ein bisschen das an, was möglicherweise passieren wird gleich. Ein bisschen dramatisch, ein bisschen endzeitmäßig, ein bisschen aufopferungsmäßig. Wir geben uns für die Menschheit, möglicherweise. Ja, ich beeil mich doch. So, das Schild ist ein bisschen weiter geschwächt. Wir müssen zur nächsten Plattform. Ich weiß noch nicht, wo das Portal kommt. Ah, da unten, okay. Hoffentlich passt es. Ach, das ist gar keine Lücke. Sehr schön. Na? Wir kriegen sein Schild noch. Wir schaffen das. Naja, wir haben nicht wirklich nach dir gesucht eigentlich. Wir haben nur gesucht, um wahrscheinlich neue Techniken erlernen zu können. Zufällig haben wir leider dich gefunden. Oder vielmehr, wir haben dich gefunden, nicht die Infinity selbst. Oh. Oh Gott. So. Okay, das hätten wir. Ich hoffe, hier ist ein bisschen Munition. Ich könnte wirklich Munition gebrauchen. Ich brauche Munition, Mann. Ich muss so viel töten hier. So, erstmal den Kleinen wegmachen. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Wenigstens den Kleinen noch. Dankeschön. So, und jetzt an die Hunde ran. Ein Hund. Zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut. Ich hoffe, das waren auch alle Gegner schon dieser Plattform. Oh, verdammt, ein Sniper-Teil. Aber erstmal mache ich den Flieger-Dings weg. Der ist gefährlicher, weil er Leute wiederbeleben kann. Oh, die Munition reicht nicht mehr. Okay, einfach ran und Schrotflinte! Schrotflinte! Dankeschön. Oh, da ist der Didaktiker, seht ihn. Wie er da drin schwebt, aber er macht auch irgendwie nichts. Eigentlich ganz angenehm. Ich hoffe, er fängt auch nicht an, irgendwas zu machen. Wir haben nämlich noch einen kleinen Weg vor uns. Verlier dein Schild! Hat er nicht, aber ich töte ihn trotzdem so. Damit hat er nicht gerechnet, glaube ich. Okay, das waren alle Gegner hier. Ich muss wieder weiterspringen. Ich habe nur leider keine Munition mehr für mein Streugewehr. Strohgewehr. Aber das ist auch der letzte Strahl, der den Didaktiker noch mit seinem Schild verbindet. Das heißt, möglicherweise haben wir es gleich geschafft. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Auch wenn ich es ja schon mal gespielt habe. So, die Hunde hätten wir. Den Hund kriegen wir auch noch. Ist überhaupt so ein Fliegeteil? Oh ja. Ich wollte gerade sagen, er kackt gerade eins aus. Er hat gerade eins aufgebaut. Ich habe null Munition. Wow. Nee, das ist jetzt kacke. Ich hoffe, hier liegt irgendwo eine Waffe rum. Du hast eine Waffe für mich. Gib sie mir. Ja. Okay. Ich habe wenigstens eine Waffe, auch wenn sie kacke ist. Interessiert mich nicht.
habe zumindest eine. So, und dich hole ich jetzt vom Himmel. Hatte den anderen noch nicht wiederbelebt? Nee, ne? Wie schön. Ist mal nett von denen. Komm schon. Oh, können hier nicht irgendwo noch andere Waffen hängen? Hier hängen leider keine Waffen. Come on. Wir müssen zum Didaktik... Oh, ich dachte, das wäre noch ein Snipergewehr. Aber mit dieser Waffe kriege ich den nie down. Oh, shit. Das sind sogar zwei. Ich habe voll die blöde Waffe jetzt gegen die. Ist das ein Streu... Ist ein Lichtgewehr immerhin. Okay. Besser als nichts. Denn dieses Maschinengewehr finde ich allgemein ziemlich kacke. Komm schon. Yes, den einen haben wir. Der andere ist aber, glaube ich, an uns rangebeamt, oder? Ich konnte dieses Beamgeräusch hören, aber er ist doch nicht hier. Okay, drücken wir diesen Knopf. Dann haben wir die letzte Brücke aufgebaut. Vielleicht die letzte Brücke. Ich weiß es nicht. Aber hier sind viele Springer leider. Komm schon. Aber ich sehe keine fliegenden Teile zum Glück, die wiederbeleben können. Zumindest bis jetzt noch nicht. Das ist nur so ein Turret. Das kann ich wiederbeleben zum Glück. Come on. Come on. Geh kaputt. Der kann uns runterkicken mit so einem Schwertstreich. Oh Mist, jetzt hat er sein Schild wieder, oder? Komm schon. Jetzt töten. Dankeschön. Wie viele sind da noch? Ich weiß, dass da noch ein richtig gefährlicher bei ist mit einem, mit diesem Verbrennungsgewehr, das einen mit einem Schuss umfegt. Ich hoffe, das war der Typ. Ich glaube, ich wette aber nicht. So viel Glück habe ich nicht. Ah, komm schon. Lauf in meine Granate rein. Verdammt. Was hängt hier noch? Hier hängt nichts. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Ja, das sind beide. Komm schon, kein Schild mehr. Yes, töten. Yes. Und den auch noch. Oh, ich muss nachladen. Wow, 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 wow. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Okay, er beamt sich wieder weg. Ich mag das nicht, wenn die das machen. Okay, hier ist ein Turret. Spiel auch ein bisschen damit. Das hilft noch ein bisschen mit. Oh, da hat der Typ mit diesen Dingern auf uns geschossen. Yes, der hat kein Schild mehr. Yes, den haben wir auch. Ich will seine Waffe haben, das Streugewehr. Oh, und da ist der Typ mit der gefährlichen Waffe. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Einmal kurz das Schild aufladen. Wo genau steht er? Granate erstmal. Vielleicht klauen wir ein bisschen Schild dadurch. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen irri... Yes! Ich habe ihn erwischt. Ja, fahr das Terminal aus. Schnell, wir schaffen es. Damit dürfte sein Schild auf jeden Fall schon mal weg sein. Dann müssen wir nur noch zu ihm hinkommen. Ja. Und er schafft es tatsächlich, auf die Erde zu schießen. Er schießt da sogar auf die USA, tatsächlich. Konnte man wiedererkennen. Ich glaube zumindest, dass ich es wiedererkannt habe. Gut. Können wir ihn jetzt überhaupt noch... Oh, Cortana ist jetzt im festen System. Wir können sie nicht mehr mitnehmen. Schlecht. Da unten ist aber ein neues Ziel. Wir müssen es schaffen, zu ihm darüber zu kommen. Ich hoffe, da kommen uns nicht mehr zu viele Gegner in die Quere. Ich glaube aber nicht. Sie hat irgendwas geflüstert. Ich konnte es auch nicht verstehen. War auch nicht im Untertitel, habt ihr ja gesehen. Komm schon. Ich glaube, sie flüstert die ganze Zeit. Oh Gott. Okay. Einen Gegner haben wir schon mal. Komm schon. Schild, bau dich doch jetzt endlich auf. Meine Güte. Dauert doch sonst nicht so lange. Ja, den hätten wir. Den hätten wir auch. Fantastisch. So darf es weitergehen. Ja, ich möchte ja. Wo soll ich denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Da soll ich hin? Ja, ich möchte doch, Cortana. Ich möchte doch. Wir müssen nur noch zu ihm hinlaufen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Komm schon. Da sind wir. Ich weiß nicht, warum er jetzt so entspannt auf einmal geht, aber der Chief hat das so an sich. Er weiß halt, dass ihm in seiner Rüstung wenig passieren kann, schätze ich. Aber ob er auch so eine Atombombe aushält? Selbst nach deiner Niederlage bleibst du beharrlich. So sei es, Krieger. Stell dich deinem Schicksal. Er ist ein bisschen mächtiger als wir. So fehlgeleitet.
Die Einkerkerung der Menschheit ist ein Gefallen. Sicherlich kein Gefallen für uns. Aber da wir Menschen nie im großen Ganzen denken, wer weiß, ob es nicht vielleicht besser wäre. Aber wir sind einfach mal gegen ihn. Nicht nur wir. Dein Mitleid für die Menschheit ist unangebracht. Ich tue das nicht für die Menschheit. Sondern für alles. Sie ist überzeugt, dass er das schlimmere Übel ist als die Menschen. Scheinbar. So. Da sind wir nun. Und da schießt er immer noch auf die Erde. Das können wir sehen. Wir müssen uns dringend hochziehen. Jetzt abzustürzen, dann wäre alles vorbei. Wir wissen auch nicht, wie lange Cortana ihn so festhalten kann. Aber noch schafft sie es jedenfalls. LT! Yes! Damit das Ding in ihn hineingesteckt. Stört es ihn gar nicht? Doch, natürlich stört es ihn. Und es tötet ihn. Wenn ihr euch jetzt fragt, das war der Endboss des Spiels? Ja, das war der Endboss des Spiels. Aber vielleicht war auch das gar nicht, oder war der Boss und dieser Gegner auch eigentlich gar nicht das Wichtige in diesem Spiel. Finde ich zumindest, dass es nicht das Wichtige in diesem Spiel war. Viel wichtiger war eigentlich der Kampf um Cortana. Der noch nicht beendet ist. Und ja, wir aktivieren jetzt diese Atombombe. Und schauen, was passiert. Weglaufen können wir nicht mehr. Es ist nun mal eine neue Trilogie. Aber wir haben es überlebt. Natürlich. Cortana. Cortana, hörst du mich? Cortana, bitte komm! Wie? Bin ich etwa das Seltsamste, was Sie heute sehen? Wohl kaum. Aber wenn wir hier sind... Es hat geklappt. Sie haben es geschafft. Wie jedes Mal. Wie kommen wir jetzt hier raus? Dieses Mal komme ich nicht mit. Was? Der Großteil von mir ist da unten. Der letzte Rest wird sie vom Schiff geleiten. Nein. So wird... Wir gehen zusammen. Es ist zu spät. Ich lasse dich hier nicht zurück. John. Darauf habe ich so lange gewartet. Mein Job war es, dich zu schützen. Wir sollten aufeinander aufpassen. Und das haben wir. Cortana, bitte. Warte. Ja, und damit ist jetzt etwas passiert,
Ich weiß nicht, wie das für jemanden wirkt, der jetzt zum Beispiel Halo 4 als erstes Spiel sieht. Man muss sich jetzt aber vorstellen, dass Halo 4 nun mal kein erstes Spiel ist, sondern ein Teil einer großen Reihe. Und Cortana war eigentlich von Anfang an so ziemlich der Hauptcharakter dieser Reihe. Natürlich hat man den Chief immer gespielt, aber Cortana war halt eigentlich die eigentliche Persönlichkeit während des ganzen Spiels. Der Chief war eigentlich immer still. In diesem Teil hat es sich geändert. Er wurde ein bisschen menschlicher. Er hat sich entwickelt, definitiv, gegens Ende. Aber dass 343 jetzt wirklich Cortana am Ende getötet haben, ist schon... man kann natürlich nicht sagen, ob sie jetzt wirklich komplett weg ist. Es ist ein Neubeginn einer Trilogie, aber es ist definitiv ein ziemlich großer Einschnitt in die Halo-Reihe. Besonders für Fans der Reihe natürlich. So wie mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Cortana wirklich eintauschen kann gegen eine andere KI. Das hat sie sogar noch in Frage gestellt an einer Stelle. Ja, ich bin gespannt, wie sie das weiterbauen wollen. Ich meine, sie haben sich sowieso schon eine schwere Aufgabe gestellt, eine sehr große, bis dahin sehr, ein sehr großes, bis dahin gebildetes Franchise weiterzuführen mit Halo 4. Und jetzt auch noch sich zu trauen, einen Hauptcharakter rauszunehmen, ist mutig auf jeden Fall von 343 Industries. Genauso interessant ist es aber auch, finde ich, definitiv. Ja, aber hören wir nochmal zu. Das ist Commander Lasky übrigens. Kann ich... Natürlich, Sir. Rühren, Chief. Fühlt sich komisch an, wenn Sie mich Sir nennen. Eigentlich hat er natürlich viel mehr gemacht. Auch wenn er offiziell natürlich vorgesetzt ist. Ich krieg Sie viel zu selten zu sehen. Ich bin auf New Harmony aufgewachsen, war auf der Corbulo Militärakademie und habe die Erde nie leibhaftig gesehen, bevor ich erwachsen war. Aber ich sehe sie als meine Heimat an. Das sieht man auch in der kleinen Serie Forward Unto Dawn, die man sich auf YouTube angucken kann, wer Interesse hat. Da sieht man diese Militärakademie. Da sind die beiden auch das erste Mal aufeinander getroffen, wie bereits erwähnt. Chief, ich gebe nicht vor zu wissen, was Sie fühlen. Auch ich habe geliebte Menschen verloren, aber nie etwas Vergleichbares wie Sie erlebt. Unsere Aufgabe als Soldaten ist der Schutz der Menschheit. Das war ursprünglich nicht seine Aufgabe. Sie sagen das, als wären Soldaten und die Menschheit zwei verschiedene Dinge. Soldaten sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen. Ich lasse sie dann mal allein. Der Teil ist vielleicht in ihm vor einer ganzen Weile gestorben, aber vielleicht kommt er ja auch zurück. Das Gleiche hat sie mir auch mal gesagt. Das mit den Maschinen. Und das war Halo 4. Ja, ich glaube, man kann tatsächlich ein bisschen raushören, dass mich das mit Cortana sogar ein bisschen mitnimmt irgendwie. Es ist nun mal, das ist wie man, wenn man eine Lieblingsserie hat und da stirbt irgendein Charakter, dann ist das schon irgendwie blöd. Ja, Cortana ist fürs Erste weg. Wahrscheinlich nicht für immer, davon kann man ausgehen, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Ende. Es ist spannend, wie es wahrscheinlich weitergeht. Ja. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich Halo 4 wirklich gut fand. Ich fand Halo 4 auf andere Weise gut als die Halo-Teile davor. Früher war es halt wirklich einfach nur die Story und im Prinzip auch das Gameplay, was immer sehr gut war bei Halo. Auch in diesem Teil, bis auf die Momente, wie erwähnt, die mich einfach nerven in heutigen Spielen, die es hier auch leider viel zu viele gibt, finde ich. Ist mir aber auch erst jetzt im Singleplayer-Spielen aufgefallen. Im Multiplayer ist mir das, oder im Koop ist mir das eigentlich nie so negativ aufgefallen. Spielt es im Koop. Es macht super viel Spaß im Koop, nach wie vor. Im Singleplayer macht es natürlich auch Spaß, keine Frage. Jedenfalls, ja,
Mich nimmt das Ende so ein bisschen mit. Ich schätze, man konnte das hören. Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich Halo 4 wirklich gut finde. 343, erstes Spiel, das sie gemacht haben, ist wirklich gut geworden. Natürlich waren sie immer ein Teil von Bungie zuvor. Deswegen hatten sie natürlich auch Erfahrung mit der Serie, das ist klar. Aber ich finde, sie haben einen wirklichen Sprung geschafft. Im Vergleich zum Beispiel zu Halo 3 und auch besonders Halo Reach, finde ich. Ja, haben sie gut gemacht. Ich freue mich, dass Halo so gut weitergeführt wird. Dass Halo die Ehre hat, als einige der wenigen Serien über 10 Jahre lang wirklich nur gute Spiele zu haben. Das ist wirklich nicht unbedingt... ja, das hat nicht jede Serie. Leider. Aber so ist es nun mal. Jedenfalls bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das war die Woche Halo 4 oder eher die 5 Tage Halo 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Projekt hoffentlich.